Das mit Bett hin. Den kann schön der andere fahren. Die Vorbereitung 2017 Track Day am Nürburgring. Yeah! Guck mal, jetzt fährt er gerade auf dem Radweg, fährt vorher auf der Straße, macht die so breit, als wäre ein LKW. Es geht ja immer noch darum, Nachfolger Passat. Guck das mal an. Das ist ein riesen Panel. Was ist das mit Bett hin? Den kann schön der andere fahren. Ja, kann er nur einen mitnehmen, kann er hinten vernaschen dann auch. Okay. Hi Chris. Ja. Ich petze es aber immer noch. Hier ist 20, du Arschloch. Jedes immer. Mal hier 20. Immer ja, war klar. Ich hier 20. Wir haben auf Video, dass du sogar über 20 hier gefahren bist. Wetten nicht. Hallo. Hey. Hi. Oh. Da ist nichts hier. Da ist gut. Ich hab keinen Spiegel. Ja, der muss doch einstellen. Ja. Nein, nein. Da kommt mal einer mit Schieben hier. Alter? Ja. Hast du das da? Ja. Schieb hier rüber. Kannst du einstecken? Steck mal ein, bei Sonne. Wo willst du denn einstecken? Da geht das nicht. Ist kaputt da. Tommy, der Stecker hier ist kaputt. Soll ich dich allein lassen? Lass das mal. Guten Morgen. Morgen. Also, Mittag eher. Guten Mittag. Was machen wir jetzt? Ja, was wir jetzt machen? Was machen wir heute vor allen Dingen? Erstmal gucke ich mir an, boah, ich mag den Bützel hier. Ich weiß nicht, ob ihr bei Instagram das gesehen habt. Nakai hat nämlich Adriana wieder aufgebaut. Die war letztes Jahr bei 12 Stunden Idlersrennen, die hat zerballert. Und hat dann ein Bützel gebaut. Das ist ein ganz normaler Entenbützel für 9 und 3. Und dann halt den Spoiler dran gemacht. Und das finde ich mal voll geil. Und das brauche ich. So, wir steigen jetzt erstmal ein, mein Herzi. Komm, wir steigen ein. Ausreichend ausgesorgt. Ausreichend ausgesorgt? Hoffe ich doch. Wir haben geplant, wir nehmen die Leute mal wieder mit hier so. Vorbereitung, Track Day 2017. Du bist ja voll der Moderator, Alter. Nee, nicht wirklich, aber... Die Vorbereitung 2017, Track Day am Nürburgring. Yeah, Vorbereitung, da steht unser T2. Haben wir schon geladen. Da haben wir noch ein bisschen extra Ware, nicht draufhalten. Wir sollen nicht zeigen, was für Ware. Du, wir auf jeden Fall... zeigst hin. Ja, ja, ich weiß. Siehst du einen roten Knopf? Den nicht. Da haben wir unser LKW schon gepackt. So, und dann haben wir ganz viel, wir haben nämlich so eine kleine Sonderproduktion gemacht für Caps und Taschen und so. Und die hauen wir nämlich dann am Track Day raus. Was machen wir jetzt genau? Jetzt in diesem Moment? Jetzt in diesem Moment fahren wir aus unserer Ausfahrt. Und wenn wir reinfahren, ist es auch eine Einfahrt. Nee. Ja. Und wir bringen jetzt unser Probefahrtsfahrzeug zurück zum Autohaus. Also wir machen ja so eine kleine Probefahrtsession. Sag mal, ey, gehört die Straße dir? Das ist für mich eine unerklärliche Geschichte. Manche machen mich echt aggressiv. Du hast einen Fahrradfahrer neben mir sitzen. Ich weiß, trotzdem machen die mich aggressiv. Guck mal, jetzt fährt er gerade auf dem Radweg, fährt vorher auf der Straße, macht die so breit, als wäre ein LKW. Ja klar seid ihr Schwäche, aber ihr müsst euch trotzdem an diese Regeln der STVO halten, so wie wir auch. Das heißt, ihr habt keine Sonderrechte. Jetzt habe ich mich auch wieder aufgeregt, ne? Ja. Wir wollen doch alle in Harmonie im Straßenverkehr teilnehmen. Es geht ja immer noch darum, Nachfolger Passat, Daily. Ich weiß, waren schon im Gespräch C63 Kombi. Der hier war auch mal im Gespräch, so von wegen, hey, Gran Turismo. War nicht von mir im Gespräch eigentlich, aber man wollte es mir mal zeigen. Und ich sollte mal die Erfahrung machen, so ein riesen 4x4
dazu später mehr. Jetzt kommt mein ewiges Laster G-Klasse. Ich kann es auch schon direkt sagen, weil ich freue mich wie Hulle. Wir testen jetzt nämlich eine, was heißt testen für uns, eine G350. Ein Vernunfts-G-Modell. Ich bin total G-geil. Wie geil, ne? G-geil. Ja, bin ich auch. Kannst auch sagen, ich bin G-faul. Den G-Punkt werden wir gleich finden, weil den werden wir den G-Punkt nämlich dann noch finden. Also, das steht dann nämlich da. Ich weiß gar nicht, das machen wir jetzt gleich jetzt noch. Das ist jetzt nicht cool für das Video eigentlich, ne? Weil das macht gar keinen Sinn, wenn wir jetzt hier über das Auto sprechen, oder? Nein. Also, dann müssen wir jetzt kurz das Video switchen. Am Anfang habe ich ja gesagt, das ist ja echt ein Riesending. Ja, so ein als Coupé, so ein S-Coupé. Aber wie alles im Leben gewöhnst du dich komplett dran. Und dann ist es einfach so, wie es ist. Aber das kennt man ja. Man denkt immer erst so, boah, krass, wenn du auch so ein SUV reinsteigst, in so ein Cayenne oder sowas, denkst du auch erst, boah, ich sehe ja gar nichts hier, wo er endet und wo er anfängt und. Jetzt mal zur Gran Turismo-Eigenschaft. Ohne Scheiß, er verleitet nicht, schnell zu fahren. Also er entkoppelt so ein bisschen, finde ich. Man schwebt über die Autobahn. Man macht dann einfach den Komfortmodus rein und dann gleitet man mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h, manchmal auch 120, 140, aber gleitest du dann zu deinem Ziel, verbrauchst echt wenig für so ein Schlachtschiff. 10,7 Liter haben wir geschafft. Finde ich schon mal gut. Und du bist wirklich komfortabel unterwegs. Die Sitze sind mega langstreckentauglich. Kannst mit Massage, also kannst du alles hier einstellen, warte mal. Kannst du alles einstellen. In den Fahrzeugeinstellungen ohne Ende, aber wirklich ohne Ende, Einstellungsmöglichkeiten. Also echt jeden Scheiß. Das dazu. Dann hier diese neuen fetten iPads hier quasi als Armatur. Gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch cool. Ich denke mal, wenn es jetzt schon eine E-Klasse ist, C-Klasse kriegt ja ein Facelift jetzt nächstes Jahr. Ich meine gehört zu haben, dass es da nicht reinkommt, aber in 9C-Modell wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, weil Audi und Co. haben ja auch letztendlich digitalen Tacho, da werden sie wahrscheinlich auch nachziehen. Also ist gewöhnungsbedürftig irgendwie, weil es ist schon fett. Guck dir das mal an, das ist ein riesen Panel. Ja, hier finde ich das ein bisschen doof, weil ich bin von meinem C63 gewohnt mit diesem Touch-Ding hier, da wo du rein rummalen kannst. Da kannst du halt immer die Zahlen reinschreiben und die Buchstaben, also das heißt das Ziel buchstabieren. Das haben sie nicht, hier haben sie eine ganz normale Tastatur, die auch sofort erkannt wird, wenn du telefonierst. Also viel Schnickschnack, ne? Im Großen und Ganzen brauchst du ganz viel Spielereien nicht. Das machst du einmal und dann war es das. Und von daher 107.000 Euro ist für eine Night Edition, zeitlich begrenzte Edition. Jetzt wollen wir wissen, wer das ist. Soll ich dir helfen? Wer ist das? Mama. Oh, Mama. Ich ruf gleich zurück. Okay, ciao. Hallo. Ja, Also im Fernsehen kostet das immer Kasten Bier. So. Ja, in Großen und Ganzen ist es halt wirklich, ich brauche so ein Auto nicht, kann ich beruhigt sagen. Ist nichts für mich, aber war eine tolle Erfahrung. Also so ein S63 Coupé, klar, irgendwie cool, aber auch total unnütz. Für mich jetzt. Mir viel zu groß. Es ist so riesig, ich brauche so ein Riesenauto nicht. Also so C-Klasse ist für mich schon, das ist gut, eine gute Größe. E-Klasse wäre schon für mich genau der Punkt, wo ich sage, würde noch gehen, aber größer, no way. Ja, das ist meine Quintessenz von dem S400 Coupé. Sieht aber trotzdem geil aus, weil wenn du es immer so parkst, wenn du es beim Essen, also wenn ich bei meinem Kollegen Eimann esse, dann steht das Auto dann so daneben und du isst draußen. Demnächst links abbiegen. Sehr gerne. Und du guckst dir das Auto an, die Silhouette, das ist schon geil. Ja, auf jeden Fall die Silhouette, wenn du den jetzt tief hast, so richtig tief, und dann schicke 22 Zoll drauf, eine Sint One Felge zum Beispiel, mit geschmiedeten goldenem Stern. 300 Metern links. Also fände ich schon cool, den Stern gold eloxiert, so wie beim Furusato bzw. Oseshi. Also das sieht schon cool aus hier. Für aufgrund der Silhouette würde ich das Auto, fände ich das Auto gut. Tiefer gelegt, Silhouette. Vom Nutzen? Ich bin auch zur Zeit, ich habe so Bock auf einen Defender, ne? 90er Defender. Total scheiße zum Reisen, aber total geil. Ich gucke ja schon lange auf so einen Defender und diesen Heritage finde ich auch schon cool. Also was man sagen muss,
aufgrund, also trotz des Gewichtes, trotz dass es so ein großes, behäbiges Auto ist, fährt er vom Fahrwerk her echt erschreckend gut. Das ist gut. Auf Komfort und auf Sport. Auf Sport gibt es ja auch schon, also elektrische Dämpfer hat er natürlich. Also allein das Schlagloch, habt ihr mitbekommen, ne? Also das ist schon nicht verkehrt. Hätte ich nicht gedacht. Ein SLS. Ja, nicht schlecht. Und auf Komfort ist es halt schon sehr schiffig, aber du kriegst noch genug Feedback. Du merkst die Straße noch unter dir, erstaunlicherweise. Nicht schlecht. Erstaunlich. Also, wir fahren jetzt kurz zu Jürgens nach Iserlohn und checken mal ab, was für ein 350er für uns stehen haben. Der will uns auch als Kunden haben, wa?